Schweden gegen Tschechien lautet das erste Halbfinale bei der 87. Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Hausherren und auch die Gastgeber treffen auf die schwedische Mannschaft. Letztes Jahr noch bei der WM, sowohl Tschechien als auch Schweden im Viertelfinale bereits ausgeschieden. Dieses Jahr ist man einen Schritt weiter. Man steht im Halbfinale hier und heute in der O2 Arena in Prag. Es ist das 42. Duell beider Mannschaften. 26 Mal gewannen die Schweden. 15 Mal gelang den Tschechen am Ende ein Sieg. Und im Viertelfinale beide Mannschaften mit sehr starken Leistungen. Es waren sehr enge Partien, sowohl Schweden gegen Finnland, das endete 2:1 nach Verlängerung. Eriksson Ek in der 66. Minute erzielte er den entscheidenden Treffer. Zuvor war es Björninen in der 60. zum Ausgleich der Finnen. Und den Tschechen reichte am Ende ein Treffer durch Pavel Zacha in der 27. Minute, um hier letzten Endes ins Halbfinale einzuziehen. Und jetzt geht's drum, wer sich im 42. Duell der beiden Mannschaften den Sieg holt. Vor der WM bei den Carlson Hockey Games trafen bereits aufeinander. Dort gewannen die Schweden das Duell gegen Tschechien mit 2:0. Hier steht es 1:0. Kempe, die Trikronor in Führung. Bedeutet also, der erste Treffer ist gefallen bei diesem Orakel für dieses Halbfinale, Karlsson. Und für Tschechien natürlich vor heimischer Kulisse wäre es außerordentlich, hier ins Finale einzuziehen. Allerdings erhöht Adrian Kempe, der Mann der Los Angeles Kings, erstmal für die Schweden auf 2:0 und stellt die Tschechen damit schon mal vor eine ordentliche Aufgabe zu Beginn dieser Partie. Schweden kommen besser in dieses Spiel rein. Kempe, der da fast frei steht vor Wimeka. Und dann einnetzt zum 2:0. Nach 8 Minuten und 14 Sekunden. Odin. Lundeström. Nächste Scheibe wieder die Schweden. Kempe. Auch der war nicht ungefährlich. Auch der hätte durchaus erfolgreich werden können. Schweden bei dieser Weltmeisterschaft bislang noch ungeschlagen. 7 Spiele, 7 Siege, 35:9 Tore in der Hauptrunde. Die Tschechen als Gastgeber landeten auf Platz 3. Nach der Hauptrunde. 4 Siege, 16 Punkte am Ende auf dem Konto der Tschechen. Der sechsmalige Weltmeister Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Sehr erfolgreiche Ära gehabt. Hier allerdings kommt man bislang noch nicht gut in diese Partie hinein. Kunström. Olofsson. Wieder Grundström. Roselilek. Bengtsson auf Pettersson, Olofsson. Und die letzten 5 Sekunden laufen hier in den ersten 20 Minuten. Schweden mit einem fulminanten Start. Mit einem guten Start in dieses Halbfinale. Und die Tschechen, sie müssen sich definitiv steigern hier.
Da muss definitiv mehr kommen gegen den elfmaligen Weltmeister, gegen die Trecro Noir. Und so enden die ersten 20 Minuten also. Guter Start. 40 Minuten sind noch zu spielen, da kann also noch alles passieren. Schusstechnisch 8:2, auch das spricht schon ein bisschen Bände für dieses Halbfinale. Imbratek, Eriksson, Eck auf Burakovsky. Und Raymond. Und der nächste Schuss, sie legen auch hier im zweiten Durchgang los wie die Feuerwehr. Kempny, Eriksson, Eck. Eine Minute Überzahl fast gelaufen. Kampf jetzt mit der Kontermöglichkeit. Das wäre der richtige Weg, den Anschlusstreffer zu erzielen. Gustafsson, der war da schon geschlagen. Riesenmöglichkeit für Tschechien mit einem Mann weniger. Und im direkten Gegenzug sind es dann die Schweden, die das hier besser machen. Die auf 3:0 erhöhen. Und damit auf und davon sind fürs Erste. Was eine bittere Kiste für Tschechien. Davor hatte man eine Riesenchance zum Anschluss. Aber das ist eben genau das, wenn du es nicht schaffst, die Scheiben runterzukriegen. Dann macht es halt der Gegner und die machen es in dem Fall richtig gut. Und die Aufgabe wird keine leichtere für die Gastgeber dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Und Gudas geht dazwischen. Und nun Bedrängnis und Rikase. Aber zumindest aus der Gefahrenzone die Scheibe weg. Kempe in die andere Richtung. Klasse gesehen von Spacek. Der tankt sich durch. Jetzt haben sie Raum, jetzt haben sie Platz. Aber Schweden hat eben Gustafsson. Rutter. Die nächste Scheibe, die damit sehr, sehr viel Kraft in Richtung Wemaker geschoben wird. Trotz alledem, die Tschechen versuchen zwar den ein oder anderen Vorstoß. Allerdings, bislang konnte man Gustafsson nicht so wirklich aus der Reserve locken. Die Schweden haben das hier nach der Hälfte der gespielten Zeit durchaus im Griff. Da muss deutlich mehr kommen vom tschechischen Team. Jake und Wemeka. Überleg, kämpf und jetzt ist er drin. Jetzt kommen sie zum ersten Mal zum Abschluss. Jetzt machen sie alles richtig. David Kampf
mit dem 1:3 aus Sicht der tschechischen Mannschaft. Ganz wichtiger Treffer für die Moral. Ganz wichtiger Treffer für Selbstvertrauen der tschechischen Mannschaft. Olofsson. Oh, da kommt der Anschluss, Kubelik. Und schon wird aus einem 0:3 ein 2:3. Zwei gute Schüsse der tschechischen Mannschaft. Und sie sind wieder zurück in dieser Partie. Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Schweden hatte dieses Spiel lange Zeit wirklich unter Kontrolle. Da ging lange Zeit wirklich nicht viel. Tschechien jetzt aber einmal mehr zurück. 2:40 vor dem Ende des Mittelabschnitts, alles wieder offen. Paulin auf Brodin und der war auch nicht ungefährlich. Schweden versucht wieder das Zepter in die Hand zu nehmen. Holmberg. Berlin. Aber wir gehen mit einem deutlich engeren Spielstand in die zweite Drittelpause, als es noch nach den ersten 20 Minuten der Fall war. Zwei Tore für Tschechien in diesem zweiten Drittel sorgen für Hochspannung im Schlussabschnitt. Noch 20 Minuten zu spielen. Kurakowski. Schweden tut alles daran, wieder die 2-Tore-Führung herzustellen. Winker. Und die Tschechen. Kundratek im Vorwärtsgang. Da ist Kemp nie und das hätte auch der Ausgleich werden können. Karlsson auf Burakowski. Dann ist es Hiedmann und wieder Wemeker zur Stelle. Auch er natürlich jetzt mehr als gefragt. Keinen weiteren Gegentreffer mehr zuzulassen zugunsten der schwedischen Mannschaft. Lundeström, der war richtig knapp. Der hätte auch anders ausgehen können. 14:21 noch. Und Hiedmann. 12:20 noch auf der Uhr. Wieder Hiedmann auf Kempe. Kundratek. André Kase.
Wieder Kundratek. Palat. Tschechien sucht die Lücke bei den Schweden. Guter Versuch, der war gefährlich. Langsam, aber sicher wird eben auch die Zeit ein Faktor. Odin. Und wenn, ich wollte es gerade sagen, wenn Schweden hier auf 4:2 erhöhen kann, dann glaube ich, ist diese Partie gelaufen. Viktor Olofsson bringt Schweden nunmehr wieder auf 2 Tore weg. Und den Gastgebern läuft die Zeit langsam, aber sicher davon. Zetterlund. Odin. Kondelik. Sie brauchen jetzt einen schnellen Anschlusstreffer, die tschechische Mannschaft. Tomaszek. Stransky. Wird zu Fall gebracht. Das hat nochmal eine Strafzeit zur Folge. Jetzt allerdings erstmal 6 gegen 5. Stransky, 4 Minuten noch. Brauchen Sie überhaupt dieses Überzahlspiel? Ja. Jetzt also 3:38 vor dem Ende. Die große Chance für Tschechien, diese drohende Niederlage nochmal abzuwenden. Bengtsson auf Dahlin, der bringt die Scheibe raus und sichert den Schweden hier wertvolle Sekunden. Überlieg, Kampf, Cedrinka und Gustafsson. Was ein Fangert-Safe. Überlegt Kempny, Kundratek. Und dann ist er da. 2:44 noch. Tschechien wieder zurück. Und wieder ist es Dominik Kubalik. Aus der Drehung. Gustafsson hatte da schlechte Sicht. Kann zu spät reagieren. Und jetzt wird es wieder eng. Jetzt wird es wieder richtig, richtig eng. Wer hat am Ende die Nase vorn? Strafe gegen Tschechien, das tut natürlich jetzt doppelt weh. Das ist natürlich jetzt nicht das, was man sich gewünscht hat. Und noch 24 Sekunden. Powerplay für Schweden. Eriksson Eck. Super League. Und das dürfte nicht mehr reichen. Wenn, dann muss Tschechien jetzt all in gehen. Karlsson allerdings mit der Scheibe. Die Schweden im Vorwärtsgang. Und das wird den Tschechen nicht mehr reichen. Burakovsky. ...5,4 Sekunden und am Ende scheitert der Gastgeber im Halbfinale gegen Schweden. Am Ende fehlt ein Schritt ins große Finale. Schweden durch die Treffer lange auf und davon. 3:0, da hat man ein bisschen gepennt.
Das war der Knackpunkt in dieser Partie. Glückwunsch also an die Schweden zum Einzug ins Finale. Eine Partie haben wir noch, nämlich Kanada gegen die Schweiz. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.